6 Wochen nach Beginn des VW-Abgasskandals sind immer noch eine ganze Menge Fragezeichen offen. Und wir wollen mal versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Zum einen wurde häufig geschrieben, dass es darum geht, dass es eigentlich ein Skandal ist, der hauptsächlich Deutschland betrifft, weil VW so bedeutend für Deutschland ist und in Amerika eigentlich überhaupt keine Auswirkungen hat. Dem ist natürlich nicht so, denn die amerikanische Umweltbehörde, die ist richtig auf Zinne, die sind richtig sauer auf VW. Und auch in Amerika wird, obwohl VW da ja eigentlich stückzahlmäßig gar nicht so eine große Rolle spielt, wird das in der Öffentlichkeit durchaus sehr deutlich beachtet. Zum anderen hatten wir in der vergangenen Woche zum Beispiel Besuch vom japanischen Fernsehen, die von uns genau wissen wollten, wie, wann, was, warum. Also auch in Japan, was tendenziell eigentlich ein kleiner Markt für VW ist, ist das super bedeutend. Es ist vor allen Dingen deswegen bedeutend, weil dieser VW-Skandal nicht nur VW, sondern auch die deutsche Automobilindustrie mitten im Herz trifft, denn es geht um Glaubwürdigkeit. Es geht darum, ein Versprechen einzulösen, was man den Kunden gegeben hat, nämlich das Versprechen, mehr Geld für ein Auto zu nehmen, weil auch mehr drin steckt, nämlich mehr Qualität, mehr Technologie, mehr Sicherheit. Und gerade beim Thema Technologie, wenn so derartig betrogen und beschissen wird, ist da ein riesengroßes Fragezeichen hinter. Und da sind wir auch gerade beim Kern des VW-Problems, denn so richtig aufgearbeitet wird eigentlich nicht. Die zweite Welle des Skandals, nämlich der Betrug bei CO2-Werten, ist zwar von VW selber aufgedeckt worden, allerdings erleben wir, dass es in Wolfsburg immer noch ein Weiter-so gibt. Da sind immer noch die alten Mächtigen am Steuer und die wollen natürlich ihre Macht auch nicht abgeben. Wirklich überleben wird VW diesen Skandal aber nur dann, wenn alte Zöpfe abgeschnitten werden und wenn man wirklich einen echten Neuanfang wagt. Und das hat ganz viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Denn eine der Ursachen dieses Skandals war sicherlich, dass Mitarbeiter aus Angst, ihrem Vorgesetzten gegenüber Ziele nicht einhalten zu können, genau diesen Betrug initialisiert haben. Wenn VW das also ordentlich überleben will, wird der neue VW-Chef Müller sicherlich mehr machen müssen, als er das momentan gemacht hat. Und mehr machen wird er auch müssen gegenüber den Kunden, denn auch da ist in Deutschland noch gar nicht so richtig klar, was kommt denn da eigentlich an Maßnahmenpaket. Wir wissen nur, dass in diesen Tagen vorgestellt werden soll, wie die technische Lösung aussieht, wie Kunden aber tatsächlich entschädigt werden. Dafür, dass sie ein Auto gekauft haben, was nicht dem entspricht, wie es Volkswagen damals versprochen hat, ist nach wie vor offen. Und deswegen, liebes VW-Team, seid doch endlich mal sauber. Also, dass ihr nicht mehr bescheißen dürft, das wisst ihr selber. Und da gehen wir auch von aus, dass ihr es nicht mehr macht. Aber seid doch auch mal sauber den Kunden gegenüber und zeigt euch großzügig. Gebt mehr Entschädigungen, als ihr gesetzlich eigentlich müsst. Und wo wir gerade schon bei sauber sind, baut doch endlich mal Elektroautos, die für eine breite Masse taugen, weil sie nicht einfach irgendwie 40.000 oder 50.000 Euro kosten. Und wo wir gerade dabei sind, setzt doch wie Toyota schon seit über 20 Jahren endlich auf den Hybrid, damit ihr eure Abhängigkeit von diesem stinkigen Diesel irgendwie mal loswerdet. Und wo wir schon bei sauber sind, besinnt euch auf einen Namen. Ihr seid Volkswagen.